Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das schwarze Auge Satinas Ketten. Wir sind mittlerweile, wie in allen der Games, schon sehr weit vorgerückt und haben den dunkleren Teil des Spiels entdeckt und müssen jetzt dafür sorgen, dass das Auge uns durchlässt. Es ist abgelenkt. Die Frage ist, was wir dafür tun müssen. Ich lege den V nochmal um. Jetzt ist es anscheinend gar nicht mehr abgelenkt, okay. Okay, ich muss nochmal hier hinter euch. Ich glaube, wir müssen noch was machen. Aber was ist die Frage? Was ist die Frage? Kann ich eventuell hier, weiß nicht. Das bringt nichts. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Okay, war das jetzt ein Hinweis oder? Ach, warte mal. Moment. Kann ich eventuell... Moment, halt. Das Feuer hier zum Lampenöl tun? Ein brennender Tümpel. Was nützt mir das? Das Auge wäre fixiert. Ein brennender Tümpel. Was nützt mir das? Das Auge wäre fixiert. Okay. Kann ich... Das bringt nichts. Ja, gut. War auch sehr eher geraten als gewollt. Was bringt dir ein brennender Tümpel? Ach nein. Spuckpflanze. Ach, warte mal, kann ich vielleicht die Spuckpflanze da rein tun? Dann wird die Spuckpflanze gereizt. Also hier dieses... Nein. Dann wird die Spuckpflanze gereizt und spuckt ihm ins Auge. Vielleicht so. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Alles klar. Ich bin etwas ideenlos. So geht das nicht, okay. Und wenn ich einfach jetzt so den Strahl umtauche und das Auge guckt die Pflanze an. Nicht wirklich, okay. Das hat also noch nichts gebracht. Gut, okay. Dann. Also wir nähern uns auf jeden Fall. Einige greifen sich bestimmt wieder im Kopf. Was braucht das so lange? Kann ich vielleicht noch was anderes da reinlegen mit? Nein, was soll das auch bringen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Für einen feuerspeienden Drachen wird es leider nicht reichen. Ja, du könntest eventuell das so anzünden, dass die Pflanze berührt wird mit dem Feuer dann irgendwie und... Ach, was weiß ich. Wenigstens ein Pilz hat überlebt. Puh. Wozu denn? Ich weiß es nicht. Was macht er jetzt? Geht nicht. Okay, das geht auch nicht. Könnte ich eventuell... Ach nein. Ja, nee, war klar. Aber es kommt bestimmt, dass ich ihn hier runterhalte. Warum ist immer alles unerreichbar? Weil das Leben sonst zu einfach wäre, mein Guter. Ach ja. Naja, kombinieren wir auf jeden Fall erstmal weiter, was jetzt hier noch mit dem Vieh in Kontakt kommen könnte. Vielleicht das da so... So wird das nichts. Ich meine, das Ding guckt es jetzt an. Es kommt bestimmt auch bis darüber mit dem Sprühen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sorge ich dafür... Nein, was soll das auch... Wozu denn? Ich weiß es nicht. Das bringt nichts. Okay. So nah liegen Glück und Verderben beieinander. Ich weiß nicht. Bringt auch nichts. Okay, ich weiß nicht, was ich mit der Lampe, mit der Motte machen soll. Motte, Lampe, nee, Quatsch, mit der Dings. Vielleicht den Pilz noch mit rein? Ich weiß es nicht.
Wie komme ich darauf? Du kommst darauf, weil wir Dinge kombinieren. Dazu müsste es zerbrochen sein. Was? Immerhin müssen... Moment, was hat er jetzt gesagt? Dazu müsste es zerbrochen sein. Das Feuerzeug? Vielleicht. Nein. Was müssen zerbrochen? Bricht nicht in zwei. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Also ich konnte... Wenn ich dann Feuerzeug anmache... Dazu müsste es zerbrochen sein. Kann ich den Riesenwurm vielleicht reparieren? Selbst wenn ich könnte, würde ich ihn nicht zurückverwandeln. Ja, das verstehe ich. Kann ich... Ich wünschte, ich könnte sie wieder zum Leben erwecken. Geht also alles nicht? Puh, na dann haben wir ein kleines Problem. Der Spaten... So wird das nichts. Das Spiel steckt voller Rätsel. Ich habe ein bisschen noch Löcher. Da könnte ich theoretisch... Spaten? Zu groß. Zu groß. Der Spaten ist zu groß. Passt das Beil vielleicht? Zu groß. Beil ist zu groß. Okay. Messer? Was soll ich da schneiden? Reinstecken? Ich weiß es ja nicht. Ich kann dem Sinn des Spiels... Warte mal. Natürlich nicht. Ja, wollte gerade sagen, das wäre auch sehr seltsam gewesen. Lampenöl kann ich auch nicht anzünden, gell? Moment. Wer das da hinguckt, geht das auch nicht. Hilf mir, Fex. Hui. Mit dem Spiegel kann ich auch noch irgendwas machen, aber die Frage ist... Warte mal. Warte mal. Der Spiegel ist aus Metall. Den kann ich gar nicht mehr berühren jetzt. Riesenwurm. Sie hat offenbar gehofft. Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Tut er ja. Wir lenken den Lichtstrahl hier rüber. Dahin. Und dann da runter irgendwo. Deswegen guckt das Auge jetzt ja auch hier rein. Das Problem an der Sache ist, dass das Auge anscheinend noch nicht weit genug guckt. Also noch nicht... Wir müssten vielleicht die Sporenöffnung etwas vermindern. Aber das bringt ja auch nichts. Wir haben schon probiert, glaube ich. Für einen Feuerspein... Dass die irgendwie kräftiger sprühen. Oder... Warte mal. Wie weit kann ich denn vorrücken? Da kann ich gar nicht vor... Doch, wenn... Warte mal, wenn das da hinschaut. Kann ich... Bis hierher vorrücken. Eine Linse aus Glas schützt das Auge. Ah, verstehe. Aber nicht mehr lange. Es ist immer noch da. Immerhin habe ich seinen Schutz zerstört. Okay, es zeigt dir den Höhleneingang rein. Ach so, verstehe. Natürlich, jetzt geht das. Und jetzt funktionieren die Sporen auch, alles klar. Das mit der Linse aus Glas muss natürlich erst mal einer wissen. So, da haben wir das Feuerzeug und los geht's. Ich habe endgültig den Verstand verloren. Es ist einfach tot. Der Weg ist frei. Dann geh doch runter. Es ist einfach tot.
Uri? Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ja, komm mit. Wir können jetzt hier rein. Schale. Zahnrad. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier, wo das Auge reinkommt. Huh. Das Prisma vielleicht. Ah. Ein Käfer vermutlich. Je zwei Symbole neben einer Schale. Vogel, Käfer. Vielleicht was beide fressen oder was dazwischen steht, ich weiß es nicht. Ich könnte mal versuchen. Vogel frisst Fledermaus, Fledermaus frisst Käfer. Okay. Weiter. Diese beiden Symbole. Aber wie bekomme ich Feuer und Wasser in ein und dieselbe Schale? Feuer und... alles klar. Moment. Flup, 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 flup. Alles klar, okay, gut. Wir müssen also nicht das dazwischen. Diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Drei Ziegel? Ein zunehmender Mond? Drei Ziegel und ein zunehmender Mond. Vielleicht... Drei Ziegel und ein zunehmender Mond, das heißt... Zunehmen, das sind mehr Ziegel, also vielleicht mehr bauen vielleicht irgendwas? Passt nicht. Ich weiß nicht, ich vielleicht nachts muss ich irgendwie zurechtfinden. Sonst habe ich ja auch nichts, okay. Und hier oben waren... Moment. Das lasse ich lieber. Nein. Hatte schon bessere Einfälle. Achso, ich habe eine Fledermaus an der Hand gehabt, alles klar. Libelle wahrscheinlich hier, weil das drei Tiere sind. Wer sagt's denn? Tja. Und nun? Nuri? Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ja, toll. Danke, Nuri. Lampenöl. Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Wer diese Lampe wohl hier zerbrochen hat? Vielleicht einer von Harms Leuten. Okay, kann ich eventuell das jetzt anzünden? Ich muss dringend mal wieder schlafen. Achso, ich habe es jetzt unbedingt... Ah, ich habe es jetzt damit. Ich kann dem Augenmonster auch einfach zuwinken. Das Augenmonster ist noch weg? Huch. Ist das Lampenöl ausgebrannt oder wie? Moment. Zum dritten führt nichts mehr jetzt momentan. Das heißt, ich werde es wohl nochmal voll machen müssen. Und dann mit dem Feuerstein versorgen müssen. Kann ich vielleicht noch mal drehen?
ist. Komm schnell, Nori. Wir haben es geschafft. Nori! Der Rabe. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nori wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wer bist du wirklich? Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird, wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinaf, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen. Sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Tja, weil wir mit ihr gehen werden aus dem Grunde, dass du die Welt nicht zerstören kannst, dann gehen wir auch gerne mit ins Feenreich. Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh! Echt jetzt? Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee. Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Nori. Ich wusste, dass die Lügen sich irgendwann... Du bist es! Du bist das Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh! Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nori! Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus.
Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles, alles ist verboten. Wer bist du denn, mein Kleiner? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist der Wächter des Feentores. Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor, ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Dieses Vieh saß hier wahrscheinlich drauf und hat die ganze Zeit da durchgeguckt. Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Ach du Scheiße. Das Wesen hat durch dieses Gerät tatsächlich in die Sümpfe geschaut und alles, was in seinen Blick geriet, wurde zu Stein. Das nenne ich mal einen Wächter. Ach du... Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Ja, okay. Das war's für diese Folge wieder, meine Damen und Herren. Und in der nächsten Folge sehen wir, was das Feenland uns so bringen wird. Adios und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass Nuri bis dahin nicht größeres Unheil über die Welt gebracht hat, als ich mir vorstellen kann. Ciao.